Moin moin zusammen und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ihr klippter Hund. Die Reste davon. Ich habe ein Skelett von einem Hund in meiner Hütte. Was ziemlich komisch aussieht, weil der Hund irgendwie einen menschlichen Schädel hat. Und ich krieg's auch nicht weg. Es ist ekelhaft. Funpimps, was habt ihr euch dabei gedacht? Ich schlafe hier. Ich schlafe unter Knochen. Sehe ich aus wie ein Hexenmeister. Nun gut. Der verschwindet irgendwann auch, hoffentlich, denke ich. Ich habe mir einen Holzknüppel gemacht, weil ich... ich habe nicht mehr so das Vertrauen in die Axt. Und ich erhoffe mir eigentlich, dass der Knüppel... Warte mal, kann man nicht irgendwo mal gucken? Reichweite. Nö. Quality, das ist neu. Das ist aber auch, wie gesagt, das hier mit dem Level. Man kann aber nicht sehen, was der für eine Reichweite hat. Block Damage, Entity Damage. Blunt Force Trauma. Effekt, Blunt Force Trauma. Effekt Description, you have Blunt Force Trauma. Really? Okay. Ich wollte mir mal eben ein bisschen Klamotten so weit herstellen, damit ich zumindest ein bisschen Schutz habe. So, 4, 6, das passt sogar. Einmal Handschuhe noch dazu und dann noch was für den Kopf. Ansonsten bleibe ich nackig. Fürs Erste. Oh, Kinders, der Schock mit dem Hund sitzt mir immer noch in den Knochen. Das war wirklich ein Ereignis, das brauche ich nicht öfters. Jetzt ist zwar meine geile Frisur weg und mein Bart sieht man auch kaum noch, aber egal. Ich habe ein bisschen was an Schutz. So. Wir holen uns ein paar Sachen. Unter anderem will ich mir jetzt ein bisschen Clay organisieren. Genauso wie ich auch noch ein paar Vogelnester plündern möchte. Da vorne sehe ich schon Clay. Es ist unglaublich, kaum ist die neue Alpha draußen, sehe ich Clay. Wo ich vorher keine Ahnung wie viele Millionen Male vorbeigelaufen bin. Weil ich den Clay nicht gesehen habe, sehe ich hier aus 10 Kilometer Entfernung, da ist Clay. Clay? Kleine Anspielung auf eine bekannte Werbung. Hopp, da jetzt hoch, Mann. Hopp, da jetzt hoch. Ach so, jetzt nicht, ich muss hier einmal rumlaufen, nur weil er nicht hochhoppen kann. Biene. Verschwinde, du Mistvieh. Hallo? Das war jetzt so nicht geplant. Und schon sind wir Level 6. Das ist schön. Mal sehen, ob die Schwester irgendwie mal Antibiotika dabei hat. Nein. Aber dadurch, dass ich gesehen habe, wie schnell man mir die Beine brechen kann, ist ein Splint, denke ich, auch nicht so verkehrt. Habe ich überhaupt? Ja. Ich habe Wasser. Ich habe Futter. Ich habe eine fehlende Trinkanimation. Und ich habe Clay. Was will ich denn mehr? Ich bin ein glücklicher Mann. Oder auch nicht. Und ich muss sagen, mit der Steinschaufel geht das doch sehr bequem. Nur die Ausdauer ist auch ziemlich schnell im Keller. Aber die Ausdauer ist jetzt auch nur im Keller, weil ich halt, hier, das... Ja, Finde ich jetzt nicht so schön... Aber das nützt ja jetzt nichts. Wenn ich ein paar Vogelnester finde und ein paar Pfeile mehr habe, dann könnte man auch mal eventuell Jagd auf Schwestern machen. Und mal gucken, ob die ein paar Antibiotika für mich haben. Okay, das ist leider immer noch so, dass man hier einen Block anvisiert und 2 Kilometer darüber wird ein Block abgebaut.
Das habe ich ja jetzt schon öfters gehabt. Damit habe ich mich aber mittlerweile angefreundet, muss ich sagen. So, 6x Clay dürfte reichen. Wie lange braucht noch die Heilung? Wie lange braucht der Shit denn immer? Stehen natürlich nicht dabei. Sweet. Aber was ich mal gucken wollte. Pickaxe. Da brauche ich ein bisschen Eisen für. Das dürfte ich aber schon fast zusammenkriegen. Vogelnest! Federn, bitte! Eine. Ernsthaft? Wirklich? Die Vogelnester sieht man jetzt hier auch gerade in der Prärie mit dem ganzen Gras, sieht man die echt schwer. Oh, Rucksack. Ein Baumwollmützchen. Was ist jetzt besser? Oh cool, ich trage eins blind. Ach komm schon, ernsthaft? Ja, ich trage wirklich ins Blind. Das hätte ich dann aber ganz gerne nochmal in absehbarer Zeit geändert, werte Fahnenpimps. Weil das finde ich nervig. Ich wüsste dann doch ganz gerne, wo ich was zu welchem Zeitpunkt trage. Der war nicht auf Kopfhöhe. Der auch nicht. Der auch nicht. Und der war eh egal. Ich brauche Vogelnester. Ich habe auch das Gefühl, die Vogelnester haben sie rapide runter reduziert. Weiß ich jetzt nicht, ob mir das so gefallen soll oder so gefällt. Wenn du schon scheiße laberst, dann laber aber richtig scheiße. Ein bisschen Mais schadet nie. Einer, zwei. Wir haben nur noch zwei Pfeile. Ich müsste mich auf meine Treffsicherheit verlassen. Und da ich meine Treffsicherheit kenne, tue ich das mal lieber nicht. Ich brauche trotzdem Vogelnester. Oh. Oh. Vogelnester. Eins. Leer. Zwei. Sieben Federn. Drei. Eine Feder. Nicht unbedingt die beste Ausbeute, aber besser als gar nichts. Boah, Knüppel. Ich würde hier ganz gerne mal raufspringen, aber... Ob das so gut für mein Bein ist? Weiß ich nicht. Alles, was ich habe, Rinder. Also ich würde jetzt ganz gerne, Plan für jetzt, erstmal zurück, ein bisschen Eisen einschmelzen, das was ich habe, unterwegs noch ein paar Steine sammeln und noch ein Vogelnest. Natürlich leer, wie sollte es anders sein? Ist ja nicht so, dass ich Federn bräuchte. Nein, nicht im geringsten. Da noch eins, da war ich aber schon, so ein Cheat. Ich bin für die Einführung von Mini-Flaggen, damit ich alles markieren kann, wo ich schon mal dran war. Ach ja, ist doch gut. Ich weiß, dass ich gerade eine ganz bescheidene Ausdauer habe. Passt zu mir. Noch eins. War ich schon? War ich schon? Nein, war ich noch nicht. Auch nur eine Feder. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Und das Geschnaufe, das nervt. Ich meine, ich kenne es ja von mir. Ich muss auch nur zweimal die Augenlider bewegen, dann schnaufe ich ähnlich. Aber das ist so, man bekommt jetzt gerade hier voll dezent den Spiegel vorgehalten. Und, finde ich nicht toll.
sind denn überhaupt die ganzen Steine hin? Ich sollte öfters von den Sachen reden, die ich benötige, weil die tauchen dann witzigerweise direkt vor meiner Nase auf. Vogelnest. 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 Schnauf. Vogelnest. Nee, Tasche. Aber ich glaube, da hatte ich noch was drin gelassen, oder? Yes, Futter. Vogelnest. Vielleicht sollte ich hier ein paar Maiskörner hinschmeißen, dass eventuell irgendwelche Vögel, die es mal in diesem Spiel geben wird, vielleicht, sich hier häuslich niederlassen wollen. Ach, guck mal, da ist ein Volltrottel, der wirft und dauert Mais raus. Da können wir futtern, da können wir ein Nest bauen und Federn verlieren. Vogelnest. Was haben wir da? Oh, eine Tasche. Ja, toll. Ja, nicht so, dass ich die schon hätte. Vogelnest. 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 Okay, ich glaube, das wird nix. Steine. Steine. Ja, große Steine, aber ich will eine Pickaxe erstmal dafür haben. Sonst kloppe ich mich hier wieder zu Tode. Oh! Das war ein Elch. Bevor ich das vergesse. Ja, ist in Ordnung. Das ist mir jetzt auch egal. Ich vergesse die Planfarbe erst immer viel zu gerne. Und ich bin immer noch dafür, dass wir ein Rasenmäher einführen. Ein Motorsensor oder sowas. Vogelnest. Kein Wunder, dass ich das nicht sehe, so versteckt. Ja, kein Wunder, dass da nichts drin ist, so versteckt. Ne? Wie das ist. Vogelnest. Aber Steine. Nehme ich auch mit. Und dann hätte ich jetzt ganz gerne Antibiotika. Die werden aber wohl nicht hier auf dem Boden rumliegen, also muss ich dafür sowieso jagen gehen. Da ich bei weitem noch nicht alles zusammen habe, um irgendwie in irgendeiner Art und Weise jetzt hier jagen gehen zu können. Führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen uns klein halten. Leider, leider, leider. Aber ich find's cool. Also mir gefällt es in dem Sinne, dass wirklich, hattet ihr hier irgendwas vor, Leute? Also mir gefällt es wirklich in dem Sinne, dass das Ganze hier sehr anspruchsvoll geworden ist. Das finde ich super klasse. Dass auch nicht so ein Neustart jetzt so lapidar gemacht ist. Weil seien wir doch mal ehrlich, in der Anfangszeit war ein Start hier in Seven Days to Die doch recht einfach, würde ich jetzt mal sagen. Nicht unbedingt anspruchslos, aber doch einfach. Und das haben sie echt verdammt super in den Griff gekriegt, muss ich sagen. Also ich fühle mich hier wirklich gefordert. Wer weiß... Wow. Bist du Jack? Da hauen die mir hier einfach Löcher in den Stein. Vor allem, das ist Stein! Das ist nicht ein billiger Holzblock oder sowas. Das ist massiver Stein. Ich habe ein Loch im Haus. Warum? So. Das kommt hier auch noch zu. Da hinten, ja, sollen sie sich durchbeißen, mir egal. So, nun benötige ich das und das. Wo habe ich denn jetzt meine ganzen... Ja, natürlich oben. Ist ja nicht so, dass ich verkrüppelt bin und sowieso kaum laufen kann.
Hier haben wir noch Iron Fragments. Sehr schön. Und die hätte ich gerne. Hui. Ich bin mir aber auch jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wie das hier läuft mit dem Sichtkontakt. Ob sie da jetzt irgendwas dran geändert haben. Das wäre auch nochmal nice to know. Ob das jetzt wirklich besser klappt, wenn die Zombies einen sehen. Also die Erkennungsdauer habe ich eingestellt auf 45 Sekunden hier. Ich wollte es nicht gleich übertreiben. Ich Amateur. So, die Empty Cans noch hinterher. Und die kommen dann auch gleich. Ne, ich habe ja noch die. Da kommt nicht wirklich viel bei rum. Das ist ziemlich blöd. Ich habe jetzt nur einen Barren daraus gewonnen. Das ist... Dann brauche ich auch nicht so lange vorheizen. Eigentlich hatte ich jetzt erwartet, dass da mehr bei rumkommt. Das war aber ein Irrglaube. Schade. Ich habe hier aber auch nichts Eisenhaltiges jetzt, wo ich wirklich sagen könnte, okay, das kann man jetzt mal... Doch, Short Iron Pipes. Die werden mir aber nicht viel bringen, außerdem will ich die behalten. Für den Fall der Fälle. Oh nein, sag nicht, du bist jetzt auch schon wieder hier oben. Wo bist du? Du sabberndes Etwas. Die mache ich jetzt alle. Okay, knapp daneben ist auch vorbei. Und weil die mich so genervt hat, hat die jetzt Antibiotika dabei. Wetten? Wetten? Antibiotika. Ja, beim Bika. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Was brauchte ich denn nochmal für Tja. Momentan gar nichts, weil ich die noch gar nicht herstellen kann. Aha. Das ist ja jetzt blöd. Okay, ich muss nochmal jetzt ein bisschen auf Steine rumhacken. Weil ich ja so die perfekte Ausdauer dafür habe. Das ist so wunderbar. Herz allerliebst. Ich könnte natürlich mir auch einen Kaffee kochen und das Ganze irgendwie ein bisschen kompensieren. Ich will dafür aber nicht meinen Kaffee verschwenden, ehrlich gesagt. Hätte ich aber mal machen sollen. Naja. Ein bisschen die Ausdauer hochpushen. Das Spiel hat aber leider Gottes immer noch Probleme mit Doppel-Tab drücken. Jetzt. Das ist immer blöd, wenn hier oben das Fenster noch ausgewählt ist, dann schließt er das Inventar nicht. Inventar ist bei mir auf der Tab-Taste, deswegen tabbe ich immer. Wie viel kam da jetzt? Zwei? Oh, Leute. Ich weiß, Survival soll nicht einfach sein. Aber kommt schon. Ernsthaft? Habe ich denn noch? Ja. Use antibiotics to heal the infection. Ja. Gerne. Gib mir eine Schwester, die das Zeug endlich bei sich hat. Dann mache ich das per sofort. Da komme ich doch auch nicht weit mit. Ach, Kinders. Uah. Okay, das ging schon mal besser.
Getrefft. Oh, musst du jetzt unbedingt hinten zu den Zombies hinlaufen, du blöde Sau? Vorhin sehe ich ihn nicht mehr. Finger weg von meinen Schweinchen. Ach, das war doch mal ein geiler Schuss. Ich sagte Finger weg. Finger weg von meinen Schwein, du Sau. Ich will mein Schweinchen. Ich will mein Schweinchen. Go, 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 los! Ich höre eine Frau. Wo ist die Frau? Da ist die Frau, die ist aber blöd. Die ist blöd, weil sie schnell ist und weil sie nicht umkippen will. Wenigstens Painkillers, das ist besser als nix. So, jetzt habe ich ein Schwein gejagt und es wird schon wieder ein bisschen dämmerig hier. Und ich höre schon wieder Gestöhne. Ihr geht mir auf den Trichter. Oh, ich bin schon über meiner aktuellen Zeit. Ist egal, ich will jetzt hier Eisen haben. Theoretisch gesehen könnte ich jetzt in der Anfangszeit auch nur die Steine ein bisschen anditschen, weil mir den ersten Schlag hier am meisten bei rumkommt. Einfach um ein bisschen zu sparen. Die Idee hätte ich auch schon eher kommen können. Ja, ich weiß, ich habe etwas bei mir, was super geil riecht. Werde ich auch zusehen, dass ich das gleich möglichst schnell verarbeitet bekomme. Weil mich würde interessieren, ob hier der... Na, sag schnell. Speck und Eier, Schinkeneier, whatever Eier, ob das Zeug jetzt endlich riecht. Das war ja in der Alpha immer noch so, also in der Alpha 10, dass das Zeug keinen Geruch abgesondert hat, warum auch immer. Also ich weiß nicht, wie die Funpim sowas kochen, bei mir riecht das ganz extrem. Ist nicht die Welt. Wenn ich aber sehe, wie schnell das hier auch schon wieder dunkel wird und... Oh, ich kann wieder normal laufen. Mein Bein ist geheilt. Warum sagt mir das keiner? Yay, ich kann auch wieder vernünftig springen. Jetzt brauche ich noch eine vernünftige Stamina. Dann bin ich zufrieden. So. Den nehmen wir noch mit. Ja. Survival ist schwer, ich weiß. Sehe ich genauso. Na los, komm. Du schaffst das, ich glaube an dich. Wirklich. Sag ich doch. So, ab zur Hütte zurück, ohne Ausdauer. Ich finde den Bogen klasse. Mir gefällt er wirklich super. Ausnahme ist natürlich, dass man jetzt immens viel Pfeile sammeln muss, beziehungsweise immens viel Federn finden muss. Das ist aber gut zu wissen, weil als ich hier vor 2 Folgen das Ganze gestartet habe, ging ich irgendwie auch noch ein Stück weit davon aus, dass
die Vogelnester nicht so rar geworden sind. Es ist wie gesagt gut zu wissen, dass das jetzt nicht mehr alles so fix zu finden ist. Na, rein mit dir. Wo hab ich denn jetzt? Da hab ich denn jetzt. Ach, Schiete. Weg. Nee, das natürlich nicht. Weg. Der kommt damit hin. Ich habe hier noch gar keinen Grillrost. Ich kann hier noch keine Eier machen. No. Da kann ein gutes Stück bei rumkommen. Wie viel benötigt ein so ein Barren? 3. Wird knapp. Da ich aber eh was futtern muss, könnte diese eine Dose meine Rettung sein. Ich muss sogar noch mehr futtern, deswegen nehme ich die jetzt auch noch mit rein. Und der Magen grummelt. Weil wenn ich die Pickaxe habe, dann kann ich auch vernünftig die Steine auseinandernehmen und dann habe ich Eisen ohne Ende. Naja, nicht ohne Ende, aber ich komme besser ran. Yes! Wunderbar. Nochmal ein paar Sticks machen. Das wird heute eine lange Folge. Naja, lang ist relativ. Ich werde die jetzt hier gleich beenden. Ich hätte die eigentlich schon lange beenden sollen. So. Aber die neue Pickaxe ist auch sparsamer. Die alte hat ja sonst 4 Barren gebraucht, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Tada! Faulty Iron Pickaxe. Och, Menno. Welches Level habe ich denn? 6. Gut. Also ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt mit dem... Das kommt mal alles nach oben. Mit den Level. Das würde mich wirklich interessieren, wie denn da die Aufwertung und so weiter aussehen. Also ob sich das wirklich so sehr... bemerkbar macht. So. Wir werden es herausfinden. So, viel mehr dazu. Okay. Ich werde jetzt noch den Quatschkram hier einsortieren, mache aber jetzt schon mal hier Feierabend. Wir sehen uns denn beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.